Hi ho und willkommen zu meinem Video. Ja, auf jeden Fall, wo war ich zuletzt? Bei einer Konsole zum Trostpflaster. Und zwar meine PlayStation 4. Und die habe ich dann von meiner Mom als Trostpflaster, wie gesagt, geschenkt bekommen. Die war schwer zu erhalten am Anfang, aber zum Glück hat ein Nachbarsjunge, dem Mama ein paar Videokassetten verschenkt hat, hat er ihr dafür im Ausgleich die Info gegeben, dass es bei dem Verkäufer, wo ich dann wiederum mein PC gekauft habe, lustigerweise, gerade die PlayStation gibt. Und dann hat meine Mami die gekauft und die war dann so strahlend, so neu, so wunderschön, so perfekt, so alles, was ich haben wollte, dass ich die erstmal 5 Jahre, so 3, 4 Jahre liegen lassen habe, bis 5. Und dann habe ich auf dem Nintendo 3DS Harvest Moon Himmelsdorf entdeckt. Und hab das so ewig, hab das da halt durchgespielt, hab's geliebt, Farben und so weiter. Und dadurch, nee, das war nur der Nintendo DS. Der 3DS, da habe ich dann erst später drauf gespielt, jetzt wo ich drüber nachdenke. Egal. Auf jeden Fall habe ich das dann geliebt und dann habe ich aber entdeckt, dass es für die PlayStation 4 auch den Leuchtturm der Hoffnung oder so. Nagelt mich nicht auf den Namen fest. Tut mir leid. Auf jeden Fall habe ich dann das dafür entdeckt und dann habe ich dann mit meiner PlayStation angefangen zu spielen. Und dann eigentlich bin ich auch schon relativ schnell in die Assassin's Creed-Welt eingesogen worden mit Unity damals. Und dann habe ich zu Unity, also ich habe die PlayStation im Erscheinungsjahr gekauft. Und hab's dann zu Unity erst mal gespielt. Wartet mal, das können wir eigentlich rausfinden. Wann erschien die PlayStation 4? Ja, toll. Ich habe immer noch die am 15. November 2013, da ist die erschienen. Ich müsste sie dann, ja, innerhalb vom November habe ich sie dann bekommen. Und Harvest Moon. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade sowas von wieder. Da kann ich euch auch noch gleich den richtigen Titel nennen. Es hieß dann das Licht der Hoffnung. Nicht der Hoffnung. Und ja, das erschien am 14. November 2017. Okay, ich habe sie 4 Jahre lang praktisch mit ich staub dich jede Woche ab und staub dich nur an rumstehen lassen. Oh mein Gott. Ja, aber danach habe ich sie dann wirklich heftig bespielt. Also da ging dann nichts mehr. Da habe ich dann teilweise, wenn Neuerscheinungen gekommen sind, habe ich zu meinen Eltern gesagt: Also Leute, heute ist das neue Assassin's Creed rausgekommen. Wir sehen uns in 2 Wochen dann wieder. Oder solche Sätze. Ja, und dann habe ich dann halt die PlayStation 4 bespielt. Und dann gab es so einen ganz blöden Zwischenfall und ja, dann war ich erst mal eine Weile lang verschreckt und habe Assassin's Creed nicht mehr angefasst. Und auch die Nachfolgeteile habe ich dann zwar alle gekauft, weil ich es irgendwann spielen wollte, aber bin dann irgendwie nie wieder so in den Mood, wie man so schön sagt, reingekommen oder in den Modus. Und dann kam die Sims 4 auch irgendwann und das war dann auch so enttäuschend. Dann hatte ich irgendwie so eine kleine Knickphase in meinem Spieleleben, wo ich dann ehrlich gesagt auch dann angefangen habe, aber mich dann zu interessieren für, wie funktioniert eigentlich die Technik hinter den Spielen, also die Computer und so.
Und dann habe ich angefangen, an Computern rumzu, an wie funktioniert das, was braucht ein guter Computer, was braucht keiner, weil ich mir nie wieder einen O für ein U verkaufen lassen wollte. Ich meine, mein erster PC ist super, ich habe ihn immer noch, der Gaming-PC für die Sims und so, der funktioniert auch tadellos. Ich vertraue auch dem Verkäufer bis heute, wenn der mir jetzt heute einen Computer hinstellen würde und sagen würde, der ist top, dann würde ich dem sofort glauben und den abkaufen, weil ich, wenn ich da einfach von, wenn ich weiß, der verkauft mir kein O für ein U, aber ich wollte trotzdem für mich einfach wissen, dass ich beim nächsten Mal, beim nächsten PC sagen kann, ich brauche das, das, das und das und drunter geht nichts. Und dann kam auch der Zeitpunkt, wo ich dann einfach zu meiner Mama und meinem Dad gesagt habe, Leute, ich brauche einen zweiten PC, weil ja, ich muss meine Daten und meine Spiele voneinander trennen, weil der PC sonst keinen Platz mehr hat. Und dann habe ich halt auch dann angefangen, auf dem zweiten PC zu arbeiten. Irgendwann habe ich mir dann noch ein paar gebrauchte PCs gekauft, wo ich dann aber auch wusste, was ich brauche. Dann irgendwann kam noch ein Laserdrucker dazu und ja. Und dann habe ich mir den Traum erfüllt und habe eine gebrauchte Wii U. Also damals habe ich gekauft. Und dann, das war alles noch vor der Grundsicherung übrigens. Ja, ungefähr. Also die PCs jetzt, die habe ich tatsächlich vom Geburtstag und Weihnachtsgeldern mir finanziert. Warum habe ich da nie was auf dem Konto davon? Weil das immer sofort in irgendwelche Elektronik reinfließt. Ein Tipp fürs Leben für alle, die Kinder haben. Schenkt ihnen nicht einen Gameboy oder so. Kann nämlich in einer schweren Elektronikproblematik wie bei mir enden. Weil es kann sein, dass sie dann am Ende das als totale Leidenschaft entwickeln. Und dann. Aber ich reise nicht. Ich reise nicht. Ich mache keine Ausflüge. Es ist mein einziges Hobby. Also. Ja, geht auch wieder. Ja, dann habe ich noch irgendwann mir eine gebrauchte Xbox Series S gekauft. Und dann habe ich jetzt erst letzten Monat von meinem Geburtstagsgeld, hey, 31 werden. Zur richtigen Zeit. Habe ich mir dann tatsächlich noch eine Xbox Series X gekauft, weil, nein, wartet, ich hatte kein Series, ich hatte jetzt, wartet, 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 entschuldigt, das ist so ein Punkt, wo ich selbst durcheinander gekommen bin. Mea culpa. Bitte verzeiht mir, dass ich euch da jetzt gerade einen Stuss erzählt habe. Folgendes. Ich habe die Xbox One S. Nicht Series, One S. Das ist der Nachfolger von der Xbox One gewesen. Gekauft. Gebraucht. Glaub 50 Euro. Damals gutes Schnäppchen gemacht. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Egal. Darum soll es jetzt nicht gehen. Und hab nicht, ich spiele viele Spiele auf der. Auf der habe ich wieder richtig angefangen zu zocken gerade. Also da bin ich auch gerade mega noch dabei. Ich liebe die. Ich liebe meine Xbox. Da sind ganz viele süße Spiele drauf, die ich ganz leidenschaftlich spiele. Und viele Assassin's Creed-Teile. Da habe ich noch ein bisschen nachgeholt. Die ersten paar. Also die ersten. Und dann war es wie folgt, dass ich dann jetzt im November gerne das neue Assassin's Creed spielen wollte. Das jetzt in Japan spielen wird. Wobei, da ist noch die Frage, ob es überhaupt rauskommt. Ist noch eine spannende Geschichte, aber mal sehen. Aber auf jeden Fall wurde es jetzt für November angekündigt. Aber ich mag immer die Disc-Variante, also CD. Ich möchte das in der Hand halten. Ich liebe es, diese Spiele in der Hand zu halten. Das ist so ein schöner Moment dann für mich. Und auf der Verpackung stand, nur eine einzige Konsole, nämlich die Xbox Series S, X, nicht SX. Also habe ich so überlegt. Das unterscheidet sich aber von dem Namen von meiner. Weil ich immer im Kopf hatte, ich habe eine Xbox
Series S, war ich dann so komplett so, Und dann habe ich Microsoft direkt geschrieben, hallo Microsoft, überhaupt. Und die so, ja, nee, keine Auskunft. Ich habe Ubisoft geschrieben. Ja, blablabla, funktioniert das mit meiner Konsole? Sie so, nee, ich soll manchmal den Händler, den Hersteller fragen. Also nochmal zu Microsoft. Hallo Microsoft. Da, funktioniert das? Microsoft schreibt mir zurück. Pech, da ist nämlich keine Xbox Series S, da ist eine Xbox Series, da ist eine Xbox One S, also dem Vorgänger. Und selbst wenn du eine Series S hättest, es würde nicht funktionieren. Ich so. Ich ja, immer und so voll am Durchdrehen. Und dann habe ich so zu meiner Mom, als ob ich mit meiner Mom geschrieben, weil ich habe ihr einen ewig langen Brief geschrieben, in dem ich ihr meine Problematik beschrieben habe. Meine Mom weiß, dass ich eine furchtbare Spiele, also dass ich furchtbare Probleme habe mit dem Gaming, dass ich da schon sehr dran hänge. Und das ist für mich, wenn es dann danach irgendwie dann sowas ist, dass es schon so richtig Krise ist. Und dann haben wir das halt besprochen, dann haben wir halt noch mehr besprochen, dann haben wir halt noch mehr besprochen. Und dann habe ich zu meiner Mom gesagt, ja, also ich kann jetzt folgende zwei Optionen. Option A, ich nehme eine gebrauchte Xbox X und spiele dann da drauf. Version B, ich warte jetzt noch, weil irgendwann im Laufe der nächsten Wochen soll die neue PlayStation 5 Pro rauskommen. Dann habe ich mich für die X entschieden, weil sie weniger kostet. Ich habe dann zufälligerweise bei eBay eine entdeckt, gebraucht, glaube für sehr kleines Geld. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, ja, und habe dem Verkäufer geschrieben, der war ultra nett. Und dann habe ich mir die halt geholt und habe dann, jetzt warte ich halt, bis es Assassin's Creed Spiel draußen ist. Und zu Weihnachten wünsche ich mir dann die PlayStation 5 Pro von meinen Eltern. Dann soll ich dann beides. Dann kann ich abwärtskompatibel endlich wieder die Spiele spielen. Dann schließt sich meine Geschichte so ein bisschen, weil dann kann ich wieder die Sims drauf spielen und die Sims gestrandet. Ja, das war jetzt mal so meine Geschichte, wie ich so zum Ja, zur Elektronik und vor allem zum Spielespielen gekommen bin. Ich weiß, es war jetzt eine echt lange Geschichte, aber es war auch eine sehr persönliche Geschichte von mir. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie seid ihr zu euren Hobbys gekommen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readwriteoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.